Die heutigen globalen Ereignisse zeigen deutlich, dass wir in einer Zeit voller Unsicherheit, Konflikte und moralischer Verwirrung leben. Kriege, Naturkatastrophen, soziale und wirtschaftliche Krisen sowie die zunehmende Säkularisierung und Abkehr von christlichen Werten verschlimmern sich zusehends. Viele Gläubige sehen darin Zeichen dafür, dass Gottes Eingreifen zur Reinigung der Welt nahe bevorsteht. In der Bibel wird vor dem Ende der Zeiten und dem Kommen des göttlichen Gerichts gewarnt. Jesus sprach von Zeichen, die seine Rückkehr ankündigen würden: Nation wird sich gegen Nation erheben und Reich gegen Reich. Es wird große Erdbeben geben und an vielen Orten Hungersnöte und Seuchen, es werden furchtbare Erscheinungen und große Zeichen am Himmel sein. Diese aktuellen Ereignisse scheinen diese Worte zu bestätigen. Nicht nur äußere Katastrophen, sondern auch die Zunahme von Ungerechtigkeit, Unmoral und Verderbtheit weltweit sind Zeichen einer bevorstehenden Reinigung. Der Apostel Paulus warnte, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen würden, da die Menschen selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig und gottlos sein würden. Diese Manifestationen moralischen Verfalls sind ein deutliches Signal dafür, dass sich die Menschheit von Gott entfernt. Für viele Christen sind die heutigen Ereignisse auch mit den Erscheinungen in Medjugorje verbunden. Seit 1981 berichten dort 6 sehr regelmäßig von Erscheinungen der Jungfrau Maria, die als Königin des Friedens auftritt und Botschaften übermittelt, die zum Umdenken, Gebet, Fasten und Frieden aufrufen. Diese Erscheinungen werden als Warnungen vor kommenden schwierigen Zeiten und als Aufruf zur Vorbereitung auf die göttliche Reinigung der Welt betrachtet. Medjugorje, ein kleines Dorf in Bosnien und Herzegowina, ist seit den 1980er Jahren ein Ort intensiven religiösen Interesses. Alles begann am 24. Juni 1981, als 6 junge Einwohner behaupteten, die Mutter Gottes auf dem Hügel Podbrdo gesehen zu haben. Seitdem berichten sie regelmäßig von Erscheinungen, bei denen Maria Botschaften übermittelt, die sich auf Frieden, Glaube, Umkehr, Gebet und Fasten konzentrieren. Diese Botschaften enthalten tiefe spirituelle Anleitungen und Aufforderungen, nach christlichen Werten zu leben. Die Mutter Gottes betont in ihren Erscheinungen oft die Notwendigkeit des Gebets für den Weltfriede und warnt, dass ohne spirituelle Umkehr die Menschheit keinen wahren Frieden erfahren wird. Angesichts der aktuellen bewaffneten Konflikte, politischen und sozialen Spannungen sowie der zunehmend häufiger auftretenden Naturkatastrophen gewinnen diese Warnungen besondere Bedeutung. Viele Gläubige glauben, dass die Geheimnisse von Medjugorje entscheidend für die Transformation der Welt sein werden. Die Seher haben 10 Geheimnisse angekündigt, die die Zukunft der Welt betreffen. Eines dieser Geheimnisse betrifft ein großes Ereignis, das den Verlauf der Geschichte verändern wird. Mirjana Dragis-Wissoldo, eine der Seherinnen, berichtet, dass die Mutter Gottes ihr das erste Geheimnis wie einen Film gezeigt habe. Diese Vision zeigte einen Zustand tiefer Trauer und eine traurige Welt nach der ersten Warnung. Dieses Ereignis wird eine starke Auswirkung auf die Welt haben und tiefen Reue und Trauer unter den Menschen verursachen. Pater Petar Ljubi wurde von Mirjana ausgewählt, um die Geheimnisse 10 Tage vor ihrer Erfüllung öffentlich zu verkünden. 3 Tage vor dem geplanten Ereignis wird Pater Petar die Gnade erhalten, den Text des ersten Geheimnisses zu verstehen und zu verkünden, was, wo und wann es geschehen wird. Obwohl die Kirche bisher kein offizielles Urteil über die Authentizität der Erscheinungen gefällt hat, hat Medjugorje für Millionen Gläubige weltweit eine enorme Bedeutung. Pilger kommen dorthin, um zu beten, an Messen teilzunehmen, Beichte zu hören und spirituelle Erneuerung zu suchen. Unabhängig von der endgültigen Entscheidung der Kirche finden viele Gläubige in Medjugorje spirituelle Unterstützung und Inspiration. Die Botschaften der Mutter Gottes von Medjugorje rufen zur Umkehr, zum Gebet und zur Buße auf, um sich auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten. Diese Botschaften bringen Hoffnung und ermutigen die Gläubigen, trotz düsterer Prophezeiungen die Hoffnung nicht zu verlieren und ihren Glaubensweg fortzusetzen.